Hallo meine Freunde, wir müssen heute zusammen die 8 Seiten finden. Meine Mama hat gesagt, ich soll unbedingt die 8 Einkaufsseiten wiederfinden. Ich war heute vor 6 Stunden mit meinen Freunden zusammen spielen und da hat der dumme Klaus meine Einkaufszettel genommen und hat sie irgendwo aufgehangen. Jetzt hat meine Mutti gesagt, ich soll die Einkaufszettel sofort wieder mitbringen, am besten direkt danach einkaufen gehen, weil der Späti hinterm Wald aufhat und es gibt heute nichts zu essen und dann muss ich wieder in meinen Keller zurück. Und da habe ich mir gedacht, lieber nee, ich hole jetzt schnell die Seiten. Dieses Spiel hat keine Altersbegrenzung, weil man hier ja nur Einkaufsseiten sammelt. Ich guck mal kurz, ob hier alles I.O. ist. Ja, kann man mal machen. Und wir starten jetzt einfach mal das Game und gucken, was uns erwartet. Denn ich mag das nie, wenn es dunkel im Wald ist. Da stellt man sich immer so schemenhafte Gestalten vor und da bildet man sich am meisten Sachen ein. Aber ich habe nämlich sehr, sehr dolle Hunger und deshalb werde ich so schnell wie möglich die 8 Seiten finden müssen. Der Späti hat nämlich, glaube ich, nur bis um 5 auf. Und ich glaube, ich sollte auch noch Alkohol mitbringen. Weiß ich halt alles nicht mehr ganz genau. Deshalb müssen wir vorher ganz schnell die Seiten finden. So. Ja. Ich bin gerade über den Zaun geklettert. Sollte man eigentlich nicht tun. Das ist der Osten und Westen teilt. der war scheiße, ich weiß. Und ja, die laufen nämlich hier irgendwo mit ihren Kampfhunden rum. Die kleinen Polizisten, die. Und ja, jetzt bin ich im Westen, in dem Westwald. Und wir werden jetzt mal schnell die 8 Einkaufszettel finden. Ja, hier habe ich mich nämlich vorhin versteckt. Mit meinen coolen Freunden. Mit Ernie, Bernd, Günther. Ich bin erst 10. Meine Freunde sind alle schon 30, 40. Aber ich habe mir gleich gesagt, nee, ich muss erwachsen werden. Ich muss unbedingt mir neue Freunde suchen. Und ja, da war schon auf einer Internetseite und habe ich die Kleinen mal angeschrieben und die haben sich total gefreut, wo ich geschrieben habe. Hier von wegen, ich suche jemanden für Abenteuer. Oh, jetzt habe ich gegen meinen Tisch gehauen, tut mir leid. Das habt ihr, glaube ich, jetzt gehört. Ich suche jemanden für kleine Abenteuer und da haben sich ganz viele gemeldet. Und jetzt habe ich einen schönen, guten Freundeskreis, mit dem man sich auch gut unterhalten kann. Gut, die wollen immer, dass ich mit ins Hotelzimmer komme, aber habe ich jetzt gesagt, nee, ich habe noch kein Geld und das lassen wir mal lieber sein. Irgendwie kann ich auch spacken, auch wenn ich ein bisschen übergewichtig bin. Ich habe nämlich zuletzt vor 8 Jahren oder so Sport gemacht. Dann habe ich mir gesagt, mit 3 Jahren, nee, ich kaufe mir lieber mal Rollstuhl, weil das Laufen mir doch ein bisschen zu anstrengend ist. So, da gucken wir mal hier rein. Ein Stuhl auf der Toilette. Was ist denn das hier? Help me. Das ist das neue Shampoo Help Me. Ist ein sehr gutes Shampoo. Mit E bestimmt, ne? Ne, auch ne. Tja, nächstes Mal muss ich, glaube ich, die Steuerung vorher lesen. Achso, na klar, mit linker Maustaste. Ist irgendwie logisch, oder? Help Me ist das neue Shampoo. Ihr kennt bestimmt Albezin für Koffein oder mit Koffein. Ist nicht so gut, Help Me ist besser. Damit könnt ihr, selbst wenn ihr 80, 90 seid, kriegt ihr wieder volles Haar. Und ja, das soll ich gleich im Späti auch noch holen. Decke sieht auch nicht mal so schön aus. Könnt ihr auch mal ein bisschen erneuern. Aber ist ja alles noch im grünen Bereich, weil die Decke grün ist. Hier fehlen ein paar Kacheln, aber ist ja nicht so schlimm, hier wohnt ja eh keiner mehr. Ja, hier haben wir vorhin Verstecken gespielt und ich weiß nicht, wieso die Männer sich immer ausziehen beim Verstecken. Da war nichts. Okay, ja, man bildet sich meistens immer Sachen ein, wenn man im Wald ist. Aber es sind ja alles nur Einbildungen. Ich bin ja noch klein, das sind meine Fantasien, die spielen da ein bisschen verrückt. Ach so, Rennmann, okay. So, da werde ich jetzt einfach mal den Weg folgen, wenn ihr... das sieht doch vielversprechend aus. Hier hat bestimmt der Günther
auch was versteckt. Da gucken wir mal klein, nicht? Hallo, ist hier jemand? Ich bin nur ein kleines Mädchen. Oh, jetzt. Oh, mein Herz. Ich dachte jetzt schon, ne? Jo, was steht denn hier auf dem Zettel? Also, ich habe auch wunderbare Augen. Ich hatte mit 4 Jahren, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das ist, muss ich jetzt überlegen, das ist, ach genau, die neue Kinderschokolade. Auf Deutsch heißt die, du wirst verfolgt. Ja, wieso heißt die so? Ist einfach eine Gag-Schokolade, weil da ist gar keine Schokolade drin, da ist nämlich nur Milch drin. Deshalb heißt die so. Ja, wo könnte der Günther noch einen Zettel versteckt haben? Ich weiß nicht, wieso der mich damit immer ärgern muss. Der betatscht mich gerne. Finde ich zwar nicht so nett von denen, da muss ich nochmal mit ihnen reden, weil mir gefällt es nicht so. Ihr habt vielleicht im Hintergrund schon die schöne Musik gehört. Ich habe natürlich meinen MP3-Player dabei, um die Stimmung noch ein bisschen, ja, anzuheizen. Aber das kann man mal machen, muss man aber nicht. Ich habe leider keine andere Musik, also ich habe nur den Soundtrack auf meinem MP3-Player, der ist ziemlich neu, den habe ich heute nämlich im Wald gefunden und da war halt nur die Musik auf meinem MP3-Player drauf und also nie auf meinen, natürlich auf den, den ich gefunden habe. K.A. wem den MP3-Player gehört ich. Ich dachte, ich hätte jetzt gerade was gesehen. Oh, ich habe eine blühende Fantasie. Ah, da hinten läuft ein Pony. Ein pinkes Pony. Rum so. Hier muss doch irgendwo so ein doofer Weg sein. Also langsam werde ich hier zum Mann, ey. Also langsam geht's los hier. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen latschen. Das war nämlich schneller, weil wir haben nur bis um 5 Uhr Zeit. Da macht die Bude dicht und dann kriege ich richtig Ärger, wenn ich mit den Sachen nach Hause komme, weil morgen ist nämlich Sonntag und heute ist nämlich ein Feiertag. Der heißt irgendwie Feiertag des Slendermans. Keine Ahnung, wieso die den so nennen. Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Aber ja, Feiertag ist Feiertag. Deshalb muss ich nämlich heute keine Schuhe machen in Indien. Deshalb habe ich nämlich heute frei bekommen. Ich werde jetzt einfach mal durch den Wald gehen. Ich habe nämlich gerade keinen Plan, wo hier der scheiß Weg ist. Und Wälder sind immer mal gut, wenn man mal pullern muss. Kann man sich mal hier einfach... Oh, da war irgendwas. Da war irgendwas. Buka, buka, buka. Nee. Also an die Steuerung muss man echt sagen, muss man sich echt dran gewöhnen. Die ist ein bisschen nervig. Ach, hier ist ein Weg. So, da werde ich jetzt einfach mal den Weg erfolgen. Ich glaube, mit F kann man bestimmt, wegen Flashlight, kann man bestimmt ausmachen, genau. Aber, mache ich lieber nicht, weil ich habe ein bisschen Angst im Dunkeln. Muss ich ja sagen, das weiß auch meine Mutti, aber die hat gesagt, wenn ich nie nach Hause komme, lässt sie mich auch nicht mal rein und... wenn ich nicht nach Hause komme, wenn ich die 8 Zettel, das ist doch logisch, wenn ich nicht nach Hause komme, lässt sie mich nicht rein. Nein, natürlich, wenn ich die 8 Zettel mit nach Hause bringe. Ui, 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 da hat gerade mein MP3-Player, oh, da war was, da hat gerade mein MP3-Player ein bisschen rumgespackt, das passiert immer, also ich hab, muss dazu sagen, mein Herz, ey. Ja. Ja, da hat gerade mein MP3-Player ein bisschen rumgespackt. Ich muss dazu sagen, ich habe richtig moderne Augen. Ich hatte nämlich mit 4 Jahren hatte ich nämlich einen Unfall. Da sind mir meine beiden Augäpfel rausgefallen. Und da habe ich jetzt, kleine moderne Augen. Haben wir in den Augäpfeln, müsst ihr euch vorstellen, sind jetzt, sind so 2 kleine Chips drin. Die sind mit meinem Gehirn verbunden. Ja, und deshalb kann ich jetzt mit den Augen auch zoomen. Und ich habe manchmal Störungen. Oh ne, ich muss das Spiel irgendwie schön reden. Ja. So. Ich brauche unbedingt die 8 Seiten, sonst. Nee, ich kann da nicht nach Hause gehen. Die wartet sonst an der Tür mit dem Baseballschläger.
Ey, das kann ich nie machen. Gibt's denn hier irgendwie eine Map oder so? Oder können das meine Augen. Oh. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen den Ton von dem Spiel leiser machen. Oh, mein Herz war gerade in der Hose, mein Herz war gerade im Erdkern. So, jetzt muss ich ein bisschen seriös wieder spielen. Ja! Jetzt. Oh, meine Augen, meine Augen, meine Augen. Ja, wo muss ich hin? Da. Bin ich wieder an dem Haus oder was? Oh, endlich mal beginnt der Soundtrack mal richtig cool zu werden. Da ist nämlich noch ein Zettel. Ja. Alles klar. Also, ja, das ist die neue Pilzcreme. Kann man zum was? Kann man zum Kochen benutzen. Ziemlich gut. Die hat keine Augen drin. Es gibt da heutzutage auch die neuen Pilzsuppen, da sind so Augen drin. Aber die hat keine Augen drin, keine Fischaugen und sie hat auch mehr Vitamine. Die muss ich nämlich auch noch holen. Ja, und die beobachtet mich immer. Das ist, warum auch immer, das sind ganz komisch. Ich bin hier gerade in der DDR. Da haben die Produkte einen etwas anderen Namen. Aber bevor viele, jetzt muss ich mal kurz seriös sein, bevor viele es falsch verstehen, ich komme selber aus dem Osten und man kann ja ein bisschen mal über sich Witze machen. Man sollte auch nicht immer so verklemmt sein. Aber jetzt bin ich schon wieder hier. Mama, wieso hast du mir kein Kompass mitgegeben? Wieso hast du mir kein Kompass mitgegeben? Also langsam, muss ich sagen, gefällt mir der Soundtrack nicht mehr. Aber da ich ja nur den Soundtrack habe und da ich das nicht so mag, im Wald ohne Kopfhörer rumzulaufen, muss ich leider mit dem Soundtrack jetzt erstmal auskommen. Aber ich bin total sauer auf Günther. Ich glaube, mit Günther spiele ich auch nicht mehr. Also, dass er einfach meine Einkaufszettel mitnimmt und die einfach irgendwo versteckt. Also, ich weiß ja nicht, du. Also, habt ihr solche Freunde, die sowas machen? Habt ihr sowas? Nee, ne? Also, ich find's frech von Günther. Aber, ja. Ist halt so. Er ist ein bisschen älter. Liegt vielleicht an seinem Alter. So, hier ist doch ein Weg, oder? Also würde ich mal ein bisschen mehr sehen, das wäre super, aber ich sehe ja momentan überhaupt gar nichts. Ich sehe noch nicht mal meine Füße. Guck mal, so dunkel ist das, ich sehe noch nicht mal meine Füße. Da liegt ein Popel. Muss ich mal begutachten, ob der frisch ist, weil wenn der frisch ist, will ich ganz genau, dass hier in der Nähe ist. Ich bin nämlich hobbymäßiger Spurensucher. Ja, er ist noch ziemlich frisch, also wir sind nicht alleine hier. Hier ist irgendwo die Grenzkontrolle. Kann das sein, dass im Haus zwei Zettel sind? Also. Oder hier an der Wand? Nee. Gut. Das ist das Problem. Ich habe Slender zuletzt vor. Am nächsten Mal ist rausgekommen. Weiß ich gar nicht mehr. Also, wo es rausgekommen ist, habe ich das zuletzt gespielt. Das sind einige Jahre. Das sieht ungesund aus. Ungesund aus. Was ist das? Help me! Was? Gehört das zum Spiel? Nein, definitiv nicht. Oder? Ja, ich möchte jetzt wieder. Ich glaube, das gehört nicht zum Spiel. Wir werden danach sofort eine Folge dranhängen. Also bis gleich. Ja, was auch immer das gerade war. Ich habe das auf dem Bildschirm gar nicht gesehen. Ich habe das nochmal gerade angeguckt, die Aufnahme. Ich hatte überall so grüne Pixel. Und ich glaube, das gehört nicht mit dazu. Und da würde ich mal sagen, wir beginnen eine neue Runde. Was kann man hier machen? Aha. Ah, so, okay. Jo, jetzt werden wir wieder zusammen die 8 Seiten finden. Und jetzt werde ich auch versuchen, immer auf der Bahn zu bleiben. La 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 la. Meine Mama ist so lieb. Sie lässt mich abends alleine im Wald rumlaufen. Oh, wie ein Dieb.
Jumba, und ich hab Angst, das interessiert sie aber nicht. Ich habe richtig Panik. Sie möchte nur, dass ich einkaufen gehe. Das ist wie eine Titanic. Jumba, ich muss jetzt leider singen, da gerade mein MP3-Player nicht geht. Kennt ihr die Dinger noch? MP3-Player, wisst ihr, was das ist? Müsst ihr mal googeln. Viele wissen gar nicht mehr, was ein MP3-Player ist. Das ist ein ziemlich cooles Ding. Meisten haben heutzutage Handys. Da haben die ja einen integrierten MP3-Player mit drauf. Nicht, dass ich das hätte. Jo, Mama, wieso lässt du mich hier im Dunkeln alleine rumlaufen? Der Baum schimmelt schon. Ich bin Baumexperte. Muss ich mal gucken mit meinen modernen Augen. Das ist ein Hütte-Tüttemes. Der Baum wird bis zu, ich glaube, 300 Jahre alt. Es könnte noch der Baum von der Steinzeit sein. Es könnte ein Originalbaum von der Steinzeit sein. Weil die Steinzeit war nämlich vor 300 Jahren. Das sieht merkwürdig aus. Überall keine Steine, aber hier so komische. Ja, wenn das Steine sein sollen, aber es sollen bestimmt Steine darstellen. Günther, wo hast du meine Zettel hingemacht? Wegen dir laufe ich alleine hier in der Nacht. Wenn du das lustig findest, dann weiß ich nicht warum. Und ich hab mir in die Hose gemacht. Ich weiß, ich verstehe nie, wieso mein MP3-Player nur geht, wenn ich die erste Seite habe. Also ist ein ziemlich komischer MP3-Player. Wenn ihr natürlich das Spiel auch mal spielen wollt, findet die 8 Einkaufslistenseiten. Werde ich euch das einfach mal in die Beschreibung unten reinklatschen. Von Slender gibt es ja jetzt schon einige Spiele, aber ich würde mal sagen, fürs alle, die es noch nicht kennen sollten, was, denke ich mal, nicht der Fall sein sollte, also es werden bestimmt 80% kennen, die es nicht kennen sollten, mit dem Spiel erstmal anfangen, weil es gibt ja noch eine kostenpflichtige Version und dann gibt es halt nur so Abklatschspiele von Slenderman. Ja, könnt ihr euch mal auf alle Fälle mal reinziehen. Aber jetzt geht's weiter mit meiner Geschichte. Nämlich, der Laden macht gleich zu. Hier sollte ein Gebäude entstehen, aber die Bauarbeiter haben sich gesagt, warum? Die erste Schneeflocke ist gefallen. Dann werden wir erstmal bis nächstes Jahr Pause machen. Viele fragen sich, was ich gerade für einen Blödsinn laufe, aber ich arbeite selber auf dem Bau. Und ja, ich glaube, mehr werde ich jetzt, glaube ich, nicht sagen. Help me, habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, ist das neue Shampoo. Das soll einfach ausstrahlen, dass die Haare, die brauchen Hilfe. Und mit diesem Shampoo kannst du einfach, du kannst, wenn du eine Glatze hast, wenn du 500 Jahre alt bist, es wachsen die Haare wie von selbst. Ist einfach so, probier das Produkt aus, ist ein Ossi-Produkt. Und ja, wir sind einfach die Besten, ne? Die Ossis können einfach die besten Produkte machen. Ja, und jetzt beginnt auf einmal mein MP3-Player, ganz komisch. Irgendwas, meine Augen haben hier, ja, ist ja gut. Ja, oh. Hier ist ein Störgerät. Oh, ich hab dich gesehen, du kleiner Pedo, lass mal. Ja, ist ja gut. Kannst du dich mal von da jetzt verpissen? Ich muss meine Zettel finden. Ach, ich habe schon Tränen in den Augen, jetzt mal keinen Witz. bei mir merkt man es eigentlich nicht so, glaube ich, wenn ich mich erschrecke, aber ja, ist ja okay. Ich gehe einen anderen Weg, du Vogel. Ich bin ganz weit weg. Hörst du mich noch? Ich werde leiser und leiser und leiser und ich bin jetzt bin ich weg. Vielleicht kann ich ihn ja verarschen. Der denkt vielleicht, ich bin weitergegangen. Vielleicht bringt das was. Soll ich mal ohne Taschenlampe kurz rumlaufen? Ich weiß, ihr auf YouTube seht nichts, aber
Ja. So, hier ist der Weg. Ich sehe es ja hier oben an den Bäumen, wo der Weg ist. Genau, wieso habe ich das nicht vorhin schon gemacht? Ich könnte. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja. Dämon im Wald rumlaufen. Pfadfinder, genau. Ich könnte Pfadfinder werden. Ich wüsste nämlich sofort, wie man den Weg findet. Einfach nach oben gucken und da, wo keine Bäume sind. Da, wo die Baumkronen weg sind, bedeutet das Weg. Also durchgängig müssen die Baumkronen weg sein, natürlich. Ich bin nämlich Experte auf dem Gebiet. So, jetzt konnte ich nämlich den kleinen Pedo verarschen. Ich weiß ja nicht, was er von mir will. Ich bin nämlich ein kleines Mädchen im Wald, also. Ich schmeiß mir lieber nicht aus, ne? Da ich aber schon was drauf habe mit meinen 300 Jahren. Oh, hier ist ein Tunnel. Oder sollte das ein Rohr werden? Abwasserrohr, was sie noch nie nach unten verbaut haben. Oder kommt bis da oben jetzt Sand hin? Das kann ja durchaus sein. Also man weiß es nicht. Ne, das sieht ja total einladend aus. Ich zoome mal kurz. Da ist nämlich eine Seite. Die nächste Einkaufsseite. Die werden wir uns nämlich gleich mal erschniegern. Ganz leise. Aha. Okay, also. Das ist gegen Läuse. Das Produkt hat keinen Namen. Gibt es bei Rossmann für, glaube ich, 3,50 €. Ja, wenn ihr irgendwo Läuse haben solltet, obenrum, untenrum, dann ist das Produkt ziemlich gut. Damit kriegt ihr alle Läuse weg. So, dann werde ich das Lausprodukt mal hier. Bugger, bugger, bugger. Der hat vielleicht mehr Angst vor mir als ich vor ihm. Kann natürlich auch sein. Wie so eine kleine Spinne. Ihr kennt ja vielleicht die urbane Legende von Slender. Gibt es Slendermann wirklich? Die Legende werde ich euch jetzt näher erzählen. Wenn ihr euch das mal angucken wollt, guckt einfach mal auf Mythenakte. Ziemlich cooler Junge. Ich glaube, der kommt aus Österreich. Wenn ich mich da jetzt vertue, dann tut's mir leid. Aber der macht ziemlich coole Videos. Der hat auch ein über Slenderman-Video gemacht. Viele coole Legenden, viele coole Creepypasta-Stories. Die ich mir auch jeden Abend anhöre. Das ist kein Witz. Ich habe eine Creepypasta-Story vom, ich glaube, Zweiten Weltkrieg war das. Mit den Schlafexperiments. Haben vielleicht auch viele gehört. Da werde ich jetzt auch nie irgendwie spoilern oder so. Ist auch ziemlich interessant, wenn man überlegt, dass es echt passiert ist. Ja, werde ich mal kurz die Taschenlampe an- und ausmachen. Hallo, SOS. Hier bin ich, SOS. Hört mich jemand? SOS. Oh, der irgendwo ist da, irgendwo ist da. Der will mir vielleicht, das ist vielleicht einer von Telekolumbus, der will mir vielleicht einen neuen Fernsehanschluss andrehen. Nee, 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 nee. Ich bin ziemlich zufrieden mit meinem Kabelanbieter. Oder das ist ein Staubsaugervertreter. Ich möchte keinen Staubsauger, lass mich in Ruhe. Mit 10 Jahren kann ich vielleicht schon Auto fahren. Oder ist das von der. Ah, er will mir. Das ist sein Wagen. Das ist sein Wagen. Ich habe seinen Wagen gefunden. Er will mir Benzin andrehen. Er will mir Benzin andrehen. Oh. Siehst du? Ich darf nämlich noch nicht mal an. Oh. Ich will rüber in den Osten. Lasst mich in den Osten. Ich will in den Osten. Lasst mich in den Osten. Bitte, ich gehe freiwillig in den Osten. Vielleicht läuft er aus und Pedobär rum. Oh, jetzt muss ich einmal das Auto wiederfinden. Mama? Scheiße? Mama? Wo ist das Auto? Ich hab das Auto verloren. Hä? Hat das weggebeamt? Oder bin ich einfach nur doof? Das war eine rhetorische Frage. Ich weiß es selber. Oh! Ey, verarsch mich nicht, du. Lass mich in Ruhe, du doofe Kuh. Ich habe nämlich Licht. Naja, siehst du, kriegst nämlich Angst, ne? Wenn ich meine Taschenlampe anmache. Ey, das ist ja jetzt Kacke. Ich habe vergessen, wie es wieder. Och, ist ja gut. Lass mich in Ruhe, du doofe Kuh. Ich will doch nur meine Einkaufszettel haben. Danach lasse ich dich doch wieder im Wald hier alleine. Ich möchte nichts von dir haben. Ne, von hier kam ich. Ach.
Aha, wie weit bin ich denn gelaufen, bitteschön? Aha, hier wohnt der Typ. Vielleicht ist hier jemand. Also, merkt euch die Adresse. Bestattet ihr mal bitte einen Besuch ab. Der ist nämlich ziemlich nervig, der kleine Typ. Ist hier jemand? Ist seine Mutti hier drin? Hallo? Ihr Junge verfolgt mich. Hallo? Uiuiuiui. Hallo? Bist du da? Buka, buka, buka. Steht er da immer noch? Hallo? Aha. Ja, klar kann ich rennen. Boah. Guck doch mal, mit meiner Tastatur kann ich rennen. Der hat gar keine Ahnung, der Typ. Das ist nämlich auch, Kent One ist ein ziemlich gutes Bier. Gibt's auch nur im Osten. Oh. Wow, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, bitte nicht. Ich möchte nichts von dir kaufen. Lass mich in Ruhe, du doofe Kuh. Ich komme gleich mit meiner Mama wieder. Wenn meine Mama wüsste, was hier mir passiert, ey. Die würde weinen. Die würde weinen. Also sie würde nur weinen, wenn ich die Einkaufszettel mitgebracht habe. Oder besser gesagt den Einkauf. Und wenn ich den Einkaufszettel mitbringe und ich sage, dass hier ein Psychopath rumläuft, wäre das egal. Weil ich habe den Einkauf nie dabei. So, ja, ist ja gut. Meine Verbindung ist gut genug. Ich brauche keinen neuen Kabelanbieter. Ist euch das schon mal passiert? Habt ihr schon mal in den Wald verlaufen? Nee, euch bestimmt noch nie, ne? Ich hab echt. Ey, ich weiß echt nicht mehr, wo der Scheiß. Ist das peinlich? Ich bin, glaube ich, nur geradeaus zurückgelaufen, ne? Ach Mann. Zum Zaun gelaufen. Ich bin dann nämlich. Oh, wow. Wow. Wow, 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 wow. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Lass mich in Ruhe. Blöde Kuh, ey. Komm mir nur einmal zu nah und ich setz mein Pfefferspray ein. Also überleg's dir ganz genau. Na, hier war ich schon, oder? Als Spiel hätten die ruhig a little bit heller machen können. Also ist ein bisschen dunkel. Aber liegt vielleicht auch dran, dass es dunkel ist. Dass es Nacht ist. Könnte ein Fall für Galileo Mystery sein. Wieso ist das Spiel zu dunkel? Ich sehe einfach gar nichts. Ich sehe gerade mal das Taschenlampenlicht. Jetzt nämlich. Warte mal, da ist ein Weg. Also hier lang weiter. Vielleicht komme ich jetzt wieder back to the slums und finde das andere Autoschen. I, Schimmelpilze. Puh, erstmal einziehen. Ich sage, ich habe eine blühende Fantasie. Vielleicht bilde ich mir den Typen einfach nur ein. Das könnte natürlich auch sein. Ich bin gerade in den Wald gegangen. Ich wollte gar nicht in den Wald. Ich wollte dem Weg folgen. Wow. Lass mich in Ruhe. Oh, lass mich in Ruhe. Ja, dann rennen wir mal kurz eine Runde. Oh. Ich hab's echt gefunden? Nee, aber egal. Nein, mache ich nicht. Lass mich alleine, Mama. So, was der stellt ja Ansprüche. Der Typ stellt einfach Ansprüche. Er denkt, oh, das wäre hier sein Ghetto, sein Block, sein Stock, seine Villa, seine Gegend, seine Straße. Ja, ey, der Wald gehört uns allen, du Vogel. Komm mal raus. Vielleicht ist es der Förster von dem Wald. Das kann natürlich auch sein. Boah, sehe ich viel Licht. Jetzt muss ich so laufen oder was? Wieso sehe ich nichts? Oh, 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 verarsch mich mal einmal so. Gut, das war ein bisschen. Hui, habe ich mich doch ein little bit erschrocken. Ja, 4 Seiten ist, glaube ich, ein bisschen schlecht. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und ich hoffe, man hört ein bisschen was von euch. Lasst einfach mal einen Kommentar da, wie ihr das so fandet. Ob ich das gut gemacht habe. Das ist erst das zweite Video von uns auf unserem Channel.
Lasst ein Like da, lasst ein Dislike da. Und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video wieder. Und bis dahin, eure Samenspender. Tschüssi!